Es werde Licht hell, heller, am hellsten. Keine Angst, Leute, ich erzähle euch ja keine Horrorgeschichte. Um was es sich hierbei handelt, das erfahrt ihr jetzt. Nun, ich habe mir bei Amazon ein Smartphone-Kamera-Video-Fotolicht organisiert, als, sagen wir mal, Assistenzlicht, wenn mal die Belichtung nicht so toll ist. Das ganze Ding hat bei Amazon so um die 7 € gekostet. Und naja, gucken wir uns erstmal an, was man eigentlich für die 7 € bekommt. In der Verpackung befindet sich ein ganz normales USB-Datenkabel zum Laden und natürlich dieses tolle Kamera-Video-Foto-Licht. Hier wurden 16 LEDs verbaut, die eine Leistung von 2 Watt haben, also 120 Lumen, entspricht einer 13 Watt Glühbirne. Das Licht ist weiß. Außerdem besitzt dieses Teil einen internen Akku, der laut Hersteller oder laut Verpackung 500 Ladezyklen durchhalten soll. Des Weiteren haben wir dann hier noch den An- und Ausschalter. Und das Ganze ist auch noch in Stufen einstellbar, in 3 Stufen. Haben wir hier erstmal die kleine Stufe, die mittlere und die helle. Ich habe die Zeit mal gestoppt auf der hellsten Stufe, bevor die LEDs dann nachlassen. Und bei voller Power quasi konnte ich nach 20 Minuten die einzelnen LEDs schon sehen. Also wer jetzt mit dem Teil filmen möchte, der sollte sein Clip oder seinen Film, den er drehen will, quasi auf circa 20 Minuten beziehungsweise die Filmarbeiten in 20 Minuten abgeschlossen sein, bevor das oder bevor die Lampe oder die quasi, nee, nennen wir es noch nicht Lampe, nennen wir es mal Smartphone-Assistenzlicht nachlässt. Von der Helligkeit her geht das echt super in Ordnung, hätte ich nicht gedacht. Im Anschluss meines kurzen Erklärens zeige ich euch noch anhand des T-Bombers, wie gut das Licht ausleuchtet, wenn es wirklich stockedunkel ist im Raum. Dieses Fotolicht oder Videolicht kann man natürlich auch mit dem Smartphone verbinden. Und zwar erfolgt das über den Kopfhöreranschluss. Es gibt hier auch eine App dazu. Allerdings, sorry. Also wer sie haben will, in der Videobeschreibung setze ich mal den Namen rein, wie die App heißt für Android. Vielleicht gibt es diese App auch für iOS. Aber ich kann damit nichts anfangen. Es ist einfach nur eine weitere Kamera-App in meinen Augen. Das erkennt zwar das tolle Flashlicht hier, aber man kann damit nichts machen. Also in meinen Augen deswegen sinnlos, das hier mal kurz vorzustellen. Wie das Ganze aussieht, wenn das an ein Smartphone dran steckt, seht ihr dann mal jetzt. Man schnappt sich jetzt sein Smartphone. Und stöpselt dieses ganze Teil hier dran. Und schaltet es ein. So sieht das dann aus, wenn man dieses tolle LED-Flashlicht an das Smartphone angestöpselt hat. Wenn dieses Flashlicht dann an dem Smartphone eingesteckt wurde,
und der Akku geht runter, ne? Also der Akku hat keinen Saft mehr von dem Flashlicht hier. Es ist unmöglich, das Flashlicht mit einem USB-Kabel, mit dem Micro-USB-Kabel zu verbinden, um es wieder aufzuladen, da das Smartphone immer den Weg zum Eingang des USB-Ports versperrt. Also man ist hier wirklich nur auf den Akku angewiesen. Aber für findige Bastler vielleicht, die vielleicht das Flashlicht ja nicht verwenden wollen auf dem Smartphone, sondern vielleicht sich das irgendwo anders hin positionieren wollen, vielleicht können die sich ja da was basteln. Jetzt noch eins zur Verarbeitung. Ja, das ganze Ding, das ist natürlich in China hergestellt worden und das wird von PP Versand vertrieben. Die Verarbeitung geht, ich weiß es nicht. Das Glas, was in meinen Augen ist wahrscheinlich Plexiglas oder was, mein ist hier mit absolut vielen Kratzer angekommen. Nichtsdestotrotz stören diese aber nicht. Ach ja, dieses tolle Licht oder Assistenzlicht kann man auch in verschiedenen Farben sich kaufen. Schwarz, weiß, rot, grün, gelb und blau. Ja, zum Film, wie gesagt, nur beschränkt einsetzbar, da natürlich nach 20 Minuten so langsam der Saft ausgeht, bei voller Power. Aber wenn man nur einen ganz kurzen Clip drehen möchte, bei schlechten Sichtverhältnissen oder im Selfie, im Dunkeln, ist das ideal, das Licht. Vor allen Dingen für, sagen wir mal, Smartphones, deren Blitz, also deren LED-Blitz überhaupt nichts taugt, ist das eine interessante Alternative. Ist natürlich jetzt die Frage, will man noch zusätzlich so ein kleines Teil hier mit sich rumschleppen? Das muss dann jeder selber wissen. Aber ich dachte, ich zeige euch mal dieses tolle Teil. Ah ja, ganz wichtig, der Akku im Smartphone wird natürlich nicht leer gesaugt, wie man vielleicht meinen könnte durch diesen tollen Stecker hier. Ja, damit wäre ich auch schon durch. Wie gesagt, wem dieses tolle Licht hier oder Teil interessiert, in der Videobeschreibung ist ein Link zu Amazon dazu. Da könnt ihr euch das mal angucken. Ich glaube, das liegt so momentan bei 6,50 €. Ich glaube, ich habe noch 7 € für das tolle Teil hier bezahlt. Wer Interesse hat, guckt doch mal unter dem Link da vorbei. Und vielleicht kann es ja jemand doch gebrauchen. So, das soll es dann auch erstmal gewesen sein, wieder hier auf meinem Kanal. Und wenn euch dieser Clip gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann halt einen Daumen nach unten. Habt ihr Fragen oder sonstige Anregungen, immer rein in die Kommentare. Und wäre auch toll, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Also bis zum nächsten Video, sage ich mal, ciao.